Hallo ihr Lieben, heute backen wir unsere schnellen Quarkbrötchen. Dazu braucht ihr Mehl, Quark, 2 Eier, Honig, Salz und Weinsteinpulver oder Backpulver. Zuerst geben wir 600 Gramm Mehl in die Schüssel. Wir nehmen Dinkelmehl Typ 1050. Ihr könnt aber auch Weizenmehl oder Vollkornmehl nehmen, aber auch jedes beliebige andere Mehl. Nun kommen noch 500 Gramm Quark in die Schüssel. Wir nehmen Magerquark. Ich helfe dir. Jetzt nehmen wir noch die 2 Eier. Als nächstes kommt 1 Teelöffel Honig. Ich mache das jetzt einfach mal so. Und noch 1 halber Teelöffel Salz. Als letztes kommt noch 1 Päckchen Weinsteinpulver. Ihr könnt aber auch Backpulver nehmen. Nun verkneten wir die Zutaten mit einem Rührgerät. Wir nehmen die Küchenmaschine. Ihr könnt aber auch ein Handrührgerät oder die Hände nehmen. Haken rein. Deckel drauf. Und die Stufe 2 einstellen. Jetzt warten wir, bis die Zutaten zu einem schönen Teigklumpen geworden sind. Jetzt ist der Teig fertig, anschließend werden die Brötchen geformt. Zum Formen brauchen wir 2 Backfläche mit Backpapier und ihr könnt formen, was ihr wollt. Ich zeige euch jetzt mal, wie ihr ein rundes Brötchen formt. Das geht am schnellsten. Ihr könnt aber auch ein längliches Brötchen formen, das geht auch schnell. Sophia, wir müssen ja gar nicht durchbacken. Schmeckt auch so.
man kann auch, wenn man möchte, eine Brezel formen. Das zeige ich euch auch, wie die geht. Zuerst müsst ihr eine lange Wurst rollen. Und dann legt ihr die so. Und schon habt ihr eine Brezel. Ihr könnt aber auch einen Zopf machen. Den zeige ich euch auch noch. Dafür müsst ihr 3 lange Würste rollen. Noch eine und noch die letzte. Dann legt ihr die am Ende alle zusammen. Und fangt mit dem ersten an, das schlagt ihr so über die, das eine, dann kommt das linke, dann kommt das rechte, dann wieder das linke, das rechte, das linke, das rechte und das linke, bis ihr am Ende seid und dann drückt ihr das zusammen, dass es auch gut zusammenhält. Und fertig ist der Zopf. Jetzt ist der Teig alle. Zum Schluss müssen die Brötchen noch gebacken werden. Lecker, jetzt sind sie fertig.